hier zusammen mit Peter Bernsgötter nach dem Social Web Breakfast in Hamburg. Wir haben heute den Case Techniker Krankenkasse hier diskutiert. Da ging es halt ja auch sehr stark darum, dass man das Reputation Management begreifen muss in den sozialen Medien. Du hast jetzt gerade ein Buch geschrieben, wo es auch ein bisschen darum geht, im Endeffekt dieses Thema aufzugreifen. Magst du uns kurz erläutern, wie das Buch heißt nochmal und was da drin vorkommt oder was du darin beschreibst? Ja, also das Buch heißt Die Goliath-Falle. Ich habe hier auch so ein ganz schick so eine kleine Visitenkarte. Die Goliath-Falle und es geht darum, um die neuen Spielregeln für die Krisenkommunikation im Social Web. Ich habe das zusammen mit Herbert Stoffels geschrieben. Herbert ist sozusagen ist PR-Berater, Krisen-PR-Berater und so eine Art Special Forces, wenn es darum geht, also dass große Unternehmen Krisensituationen bewältigen müssen. Da berät der Herbert also die Unternehmen, wie sie damit am besten und schlausten umgehen. Ich selber komme ja aus dem Thema Monitoring, und zwar auch Krisenfrühwarnsystem, Krisenradar, was wir anbieten. Und wir haben uns also zusammengesetzt und dieses Buch geschrieben. Darin geht es einmal darum, wie entstehen Krisen im Social Web, wie gehen Unternehmen damit um, welche Fehler werden oft gemacht und was lernen wir daraus und wie setzt man quasi ein funktionierendes oder ein schlagkräftiges Team auf, mit dem man auf solche Krisen reagieren kann. Und da ist eben auch ein sehr wichtiger Beitrag für so ein erfolgreiches Krisenmanagement ist eben aus meiner Sicht das Monitoring. Und das sollte man also nicht unterschätzen, dass eben so eine Frühwarnsysteme, dass die halt einfach Unternehmen davor schützen, dass eine Krise überhaupt entsteht. Wir haben also in dem Buch jede Menge negative Fallbeispiele, was man nicht machen sollte. Wenn man jetzt Positivbeispiele nennen will, dann stößt man da sehr schnell auf Grenzen. Und ganz einfach aus dem Grund, weil eine Krise, die nicht entstanden ist, keinen interessiert. Wie definiert ihr Krise? Weil das ist ja auch so ein bisschen, wir haben jetzt gerade auch diese Woche ein Frühstück in Köln gehabt mit den Damen Social Media Betreuern dort von sparhandy.de. Die haben ganz klar Krise und Shitstorm unterschieden. Kannst du das auch unterscheiden? Ja, das würde ich auch so sehen. Also Shitstorms sind ja so ein ganz neues oder relativ neues Phänomen, was kommt und geht. Das gibt mittlerweile so viele Shitstorms, kleinere Shitstorms in erster Linie, die auch gezeigt haben, auch in letzter Zeit, dass es eben nicht sehr lange anhält. Also ein Shitstorm, der kommt, der ist 2-3 Tage, wenn man Glück hat, ist er auf der Agenda, danach verschwindet er wieder. Aber echte Krisen sind eben was Nachhaltiges und da haben Unternehmen oft eben auch jahrelang dran zu knabbern, wenn es im Internet richtig losgeht. Also ein altes Beispiel dafür ist Dell, die Dell Hell, wo also ein Blogger, der Jeff Jarvis, mit dem Kundenservice unzufrieden war und hat das in seinem Blog geschrieben. Daraufhin hat er irgendwie 300, 400 Kommentare bekommen, dass es jedem anderen auch so gegangen ist. Und Dell hatte damals eben, war eigentlich die Nummer 1, glaube ich, im Computer-Business und ist danach wirklich abgefallen. Danach hat HP die Nummer 1 übernommen. Es lag alles an dieser Krise, an der Dell-Krise. Und insofern, echte Krisen sind schon wirklich, können zum ernsthaften Problem für Unternehmen werden. Shitstorms, muss man sehen, also ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Echte Krisen sind dann auch Kritiken oder Feedback, wo halt was Wahres dran ist. Nein, ernst nehmen muss. Das sehe ich gar nicht so. Also eine Kritik an einem Unternehmen ist was völlig Legitimes. Eine Krise entsteht dann, wenn das Unternehmen falsch damit umgeht. Wenn es also nicht weiß, dass da draußen im Netz solche Kritik stattfindet und nicht reagiert. Das ist eigentlich so der Auslöser dafür, war übrigens bei Dell auch der Auslöser, dass einfach schlicht keine Reaktion vom Unternehmen kam, weil das Unternehmen gar nicht wusste, dass im Internet sich Tausende von Menschen negativ äußern zu einem bestimmten Punkt. Krisen kann man eben oft vermeiden, indem man schnell reagiert als Unternehmen
und schnell auf die Punkte eingeht und Fehler auch eingesteht. Und dafür muss man eben aber erstmal wissen, dass die Kritik überhaupt draußen stattfindet. Also das spielt dir dann sozusagen auch als Monitoring-Anbieter wieder natürlich da rein. Genau. Also letztendlich ist die Lösung frühzeitig erkennen und eigentlich ständig systematisch beobachten, ist der einzige Gegenmaßnahme gegen eine Krise. Ja, richtig, genau. Das ist also auch unser Service, ne? dass wir die Unternehmen eben informieren, bevor sie es aus der Presse erfahren. Also wir finden eben auch Informationen, die in ganz kleinen, unbedeutenden Foren oder in Anführungsstrichen unbedeutenden Foren stattfinden, zum Beispiel irgendwelche Fachforen aus der Automobilwelt oder aus der IT-Branche, wo sich Administratoren zum Beispiel über irgendein Thema austauschen. Das ist noch ein relativ kleiner Kreis. Aber wenn es diesen Kreis verlässt und dann irgendwann mal auf Spiegel Online steht, dann ist es ja oft schon viel zu spät. Wenn das Unternehmen aber andersrum frühzeitig reagiert hat und sofort auf die Punkte eingeht und beantwortet, offene Fragen beantwortet, dann sind solche Krisen eben ganz schnell aus der Welt geschafft. Wie siehst du das jetzt? Also für mich entwickelt sich das Monitoring-Thema von dem, also es startet immer mit dem Reputation Management, Issue Management, Issue Tracking. Jetzt kommen natürlich neue Ansprüche dazu, dass halt Abteilungen wie der Kundenservice eigentlich im Prozess direkten Feedback irgendwo erkennen möchte und sofort antworten möchte. Das ist ja jetzt so eine kleine Veränderung sozusagen. Also da geht's immer noch um inhaltliche Themen irgendwo zu erkennen, aber der Prozess wird ja jetzt viel wichtiger und die Integration mit dem Geschäftsprozess des Kunden. Wenn ich jetzt euch ansehe, ihr seid dann eher so, das wird ein Reporting gemacht, das wird halt, da werden die Themen definiert, das kann man natürlich auch kurze Feedback-Zyklen dort in diesem Prozess erschaffen, aber muss es da nicht noch stärker automatisiert werden irgendwann? Um sozusagen auch im Sinne halt von sozusagen Krisenprävention, dass das wirklich immer an die richtigen Stellen sofort ranfließt und eigentlich der ganze Prozess automatisiert ist. Ja, also es reicht natürlich nicht aus, uns zu beauftragen und dann die Reports zu lesen, sondern das muss natürlich auf Unternehmensseite auf jeden Fall immer auch ein funktionierender Prozess gebaut werden oder eingerichtet werden, der dann mit den Informationen auch richtig umgehen kann. Das ist natürlich klar. Aber das findet auf jeden Fall auch statt und viele Unternehmen, das sieht man ja auch, haben wir heute auch gehört, die haben schon solche Prozesse aufgebaut und beginnen sozusagen diese Seite, diese offene Flanke bei vielen Unternehmen zu bedienen und auch sehr erfolgreich, wie wir heute bei der TK gesehen haben. Wobei ich auch sagen muss, dass es eben doch überwiegend noch das Thema Facebook und Twitter ist, was am offensichtlichsten ist, aber aus unserer Sicht sind eben auch Foren, die eben auch sehr schwer zu crawlen sind, ja, die also nicht eben mal so nebenbei mitgecrawlt werden können, dass die eben auch nach wie vor nicht zu unterschätzen sind und auch oft viele brisante Diskussionen beinhalten. Und das ist, ja, das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten durch diese ganze Facebook-Arie aber nach wie vor sehr wichtig. Prima, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke.